Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist der Stadt, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Assassin's Creed Rogue. Und mein Computer tickt gerade ein bisschen aus, weil ich hier was verschiebe. Pipapo, Assassin's Creed, ja, drück mir Start. Diese Festplatte hier. Oh, dann hab ich ausgeliehen. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Und wir warten, 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 und wir warten. Das hier. Skyline. Ich weiß überhaupt nicht, was wir als erstes gemacht haben. Total vergessen. Hallo Leute, ihr habt einen richtigen Moment ausgewählt, dieses Spiel zu. Ich habe einen richtigen Moment ausgewählt, dieses Spiel zu spielen. Ich wollte schon sowieso den ganzen Tag irgendwie schon in Meckerlaune. Also richtig schön am. Ich habe richtig Bock hier rumzumeckern. Ach, stimmt, wir sind hier am Rennen. Die schnell meckern. Und Assassin's Creed natürlich genau das richtige Spiel dafür. Ich hoffe, dass diesmal der Computer sich nicht aufhängt. Bei diesem Scheißgedönse. So, ich weiß nicht mehr, wo genau ich lang rennen muss. Es gibt ja so einen bestimmten Weg, den ich. Okay, da musste ich schon mal nicht lang. Scheiße. Ja, ist ja gut. War ich nicht ein bisschen weiter? Hat er nicht woanders gespeichert? Weiter vorwärts gehen. Wenn ich gehen würde, hätte ich ein Problem. Folgt mir alle! Ich weiß, wo es lang geht. Und zwar hier hoch. Ganz easy. Zack, 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 zack. So einfach ist das. Huh. Oh, oh, oh. Nein! Oh mein Gott! Weiter geht's! Wir rennen hier rüber, so wie die Kamera es wollte. Denn was die Kamera will, passiert auch. Oh, wir haben es geschafft! Also was? Ich würde ja gerne vorwärts, aber der wollte gerade nicht. Kommt mir ein bisschen so wie Devil May Cry hier gerade. Leute, steht der Typ nur da rum oder was? Ja, stell dich mir in den Weg, du Sack! Ich glaube, jetzt geht's los, Alter. Statt den Erdboden gleich gemacht. Wie konnte Gott ihm das nur antun? Gott hat nichts damit zu tun. Eieiei. Das waren die Vorfahren! Oder die Franzosen? Oh, 100%! Easy! Easy! Easy. Du. Pu-pu-pu. Pu-pu-ruk. 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 Du-pu-stap. 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 So, können wir mal weitermachen jetzt? Endlich. Und wir warten, 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 und wir warten, 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 und wir warten, 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 immer mehr. Welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen? Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben.
Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripts. Das kann nicht sein. Hey, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch. Ihr kennt die Schatulle hoch. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt mich unschuldiger Mord lassen. Wie könnt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Mark und all seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf! Die Operation war heikel, aber vielleicht... Ihr bringt die Welt auf den Fugen. Was macht ihr euch an, Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Liam ist ein Narr, wenn er glaubt, ich beließe es dabei. Achilles ist nicht zu trauen. Er darf den Vorläufertempel nie finden. Mir egal, ob er Mentor oder seine Familie tot ist. Für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung. Wir müssen etwas erreichen. Wir erreichen immer irgendwas. Es gibt nur eins zu tun. Du willst ihn erstmal töten, oder? Also, wir wollen ihn ja nicht etwa töten, oder? Das Haus kennen wir ja auch von Assassin's Creed 3. Ich muss gerade gucken, dass ich irgendwie hier Zeit verschwende, weil ich nämlich jetzt mein Ärmel hochkrempe, damit ich mir die Nase machen kann. Oh, guck euch mal den wunderschönen Himmel an. Sehr schön. Okay. Was? Alles cool. Nee, ich hab nichts gemacht. Alles super. Natürlich hat er keine Wachen aufgestellt. Ernsthaft? Da hat gerade einer nach uns gepfiffen. Als ob wir so blöd wären, jetzt da hinrennen und nur abmucken lassen würden. Es ist schon verlockend, jetzt zu gucken, woher das Pfeifen kommt. Aber nein. Hoppala, das wollte ich nicht. So, mein Hübscher, wo bist du? So, das Adlerauge. Ist eine Tür zugegangen. So, ja, das Adlerauge kann ich sehr gut einsetzen, wie man sehen kann. Ich bin schon ein krasser Weltmeister drin. Was haben wir denn da? Interagieren wir mal, wa? Was genau müsst ihr tun, Shay? Eure Brüder bestehlen und mich betrügen? Ja. Jemand muss dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Die Zukunft des ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, liegt in diesem Manuskript. Vielleicht. Aber wir haben nicht das Recht, über die Zukunft zu entscheiden. Das Recht? Wir haben die Verantwortung. Wir sind verantwortlich für den Tod von unschuldigen und zerstörten Städten. Diese verrückte Gier nach Macht. Das enden wir. Ich lasse euch nicht zerstören, was wir erbauten. Jetzt geht's los, Leute. Boom, Alter. Huch. So, unbekannt, unbeschadet bleiben, niemanden töten.
Okay, gut, dann laufen wir jetzt halt. So, unbeschallt bleiben, niemanden töten. Boah, voll aufs Haus drauf. Morgen! Hm, da brennt was. Okay, hier komme ich nicht hoch. Okay, ich bin beschadet worden. Was war das denn für ein schwuler Move? So. Opa, jetzt habe ich wohl einen getötet, wa? Das war eigentlich eher so unbeabsichtigt. So, die Aufgabe haben wir schon mal sehr gut gemeistert. Alle vier. Ja, whatever. Oh, wie war das? Ich will auch nicht escapen. Ich will abhauen. Es reicht. Gib das Manuskript her. Sicher wird Achilles. Ich kann nicht. Ich werde das nicht mehr zulassen. All die armen Seelen. Was zählt da eine mehr? Boom! Aber warum hat er jetzt noch abgeknallt? Hat er auch nichts gebracht. Oh, ich hab's geschafft, niemanden zu töten. Überlebt der Junge. Er ist guter Junge. Keine Ahnung. Was? Okay. Ich mag aber nicht mehr. Warum? Mhm. Nein. Fast sicher, dass die Sequenzierung mich nicht umbringt. Okay, das ist sehr beruhigend. Vor allem, wer ist überhaupt dieser Strohkopf? Haben wir uns eigentlich schon mal einmal gesehen, richtig? In diesem okay. Spiel? Wir wissen nicht, wo Shay steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Wir haben es gehört. Vorwärts. Den Verbrecher ausfindig machen. Bin ich denn jetzt noch Shay? Keine Ahnung. Ja, das Gestöhne ist ganz eindeutig, Shay. Sst! Sst! Jawohl! Keiner interessiert es, dass du existierst. Nein, warte mal, das war jetzt zu harsch. Jawohl! Keiner will wissen, dass du existierst. Nee, warte mal, das war auch nicht besser. Jawohl, jeder weiß, dass du existierst. So, ich glaube, das hat sich besser gehört. Jawohl! Ich drücke B und was macht er? Sich hochhangeln. Lass dich fallen. Et alors, vous l'avez trouvé? Ouais, ben je suis avec moi. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin, il a déclaré.
Franklin reist nach England und Frankreich. Und der Kerl sagt ihm noch zu sagen. Fällt immer wieder. Dann zeige ich ihm aber bitte. Bannen Sie die Gefahr. Küssen Sie Franklin. Ich würde eigentlich schön von oben.